So, Freunde, es geht los. Wir haben den 1. Juni. Ich stehe hier in Gelsenkirchen in der altehrwürdigen Glückaufkampfbahn. Der Aufbau hat begonnen mit dem Zelt. Und jetzt zeige ich euch mit dem Hausmeister, das ist eh ein ganz lustiger Vogel, der Willi. Mit dem zeige ich euch mal, wie es da drin aussieht. Willi! Willi! Der Willi macht mich wahnsinnig. Der ist schon wieder weg. Willi! Der Hausmeister. Kennt ihr Huibu, das Schlossgespenst? Das ist Willi hier im alten Stadion. Der kommt nur nachts. Das ist er, der Vogel. Der Boss in diesem Theater. Hier also, leichten Hüft. Rechts. Hast du wieder zu lange am Ballermann rum? Das ist auch ein riesen Ballermann-Fan, der Willi. Willi Lichte, der Hausmeister der altehrwürdigen Glückaufkampfbahn. Der Sheriff im Dorf. Jetzt zeig mir mal den alten Laden hier. Na, komm mal mit. So. Willi, wir gehen jetzt ins Dunkle. Ich sehe, in deinem Tunnel liegt, guck mal, da sitzt ein verwahrloster Albaner. Dann die Walla Krise! Ey, Alter! Was macht der hier? Oh je, oh je. Willi, wer ist das? Keine Ahnung, Multikulti, wir machen alles. Hier schlafen alle. Wo gehen wir jetzt hin, Willi? In Kabinen 1 bis 6. So, hier ist noch ein bisschen unordentlich, aber der Willi räumt bis morgen alles wirklich. Vorher nachher. Da wird auch alles noch auf Hochglanz gebracht. Hier drin haben gesessen Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Gerd Müller und wie sie alle hießen früher. Die kamen früher immer mit dem Bus gefahren, Alter. Trainingsanzug an, hier rein. Also hier drin haben die sich umgezogen. Franz Beckenbauer, Uwe Seeler und noch 12 andere verschwitzte Gerd Fußballer. Gerd Müller, Legenden. Okay, pass auf, das ist der Schiedsrichter. Ich sehe gerade, da steht Schiedsrichter. Ich muss mal kurz gucken. Alter, das ist ja die schönste von allen. Ja, aber da kommen die Schiedsrichter auch. Dr. Felix Brüch und Dr. Arne Arning pfeifen das Spiel. Zwei FIFA-Schiedsrichter, Weltschiedsrichter, der Herr Brüch, 2021. Willi. Hier zieht sich dann, ich weiß nicht, wer Basler, was spielt der? Der Basler hat sich im Sommerhaus der Stars leider verletzt. Guck mal, wie es hier aussieht, Willi. Kunstrasen, ja. Also da wird alles noch auf Hochglanz gebracht. So sieht die Kreisliga aus, hier in Gelsenkirchen und... Seid ihr aufgestiegen oder abgestiegen? Wir haben noch ein Entscheidungsspiel. Das wird spannend. Darüber berichten wir. Darüber berichten wir dann wann anders noch. Die Jungs, die haben hier Dasun. Voller Krise. Aber die haben alles Verträge und nicht, dass da irgendeiner kommt und sagt, die gucken hier schwarz oder so. Die haben Dasun in der Kabine hier. Hier wird gesoffen und Fußball geguckt. Richtig, so. Und hier gegenüber ist Kabine 4. Ja, reicht eigentlich, oder? Ingo Anderbrügge mit seiner Truppe rein. Ingo Anderbrügge mit seinem Hühnerhaufen oder wie auch immer. Ich bin ja froh, dass sie alleine gerade auslaufen können. Der Ingo, du weißt es, der kommt mit 26 Fußballen. Hier gehen gerade mal 7 rein. Das wird eine enge Kiste hier. Die haben 2 Kabinen. Okay, gut. Dann haben wir den Bereich erledigt. Also wie gesagt, die 3 Mannschaften sind hier. Und die Schalker Traditionself, da gehen wir jetzt mal rüber. So, das ist jetzt die Heimkabine von Schalke 04. Hier hat 1973... Bis 73 haben die hier gespielt. Bis 73, aber 73 hat Werner Hansch hier angefangen. Kann man ja so sagen. Kann man so sagen. Moin. Moin. So, und hier zieht sich, also hier hat sich früher Libuda, die Kremers Zwillinge, Klaus Fischer, die haben sich alle hier drin umgezogen. Ja. So, wenn man das mal sieht, früher und heute, Wahnsinn. Erschreckend. Ja. Deshalb sind die Jungs auch alle so nicht anspruchsvoll. Die waren zufrieden, glücklich. Ja. 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 So, da muss ich auch noch... Warte, wer schreit? Jetzt muss ich noch ein paar Jungs eben kurz vorstellen. Die mich ich komme. Die mich mit beratender Tätigkeit bei hier wird noch schwer geputzt und gemacht. So, und das ist hier... Alter, so, das guck dir das an! Ihr seid jetzt im Fernsehen hier, ja? Aber du bist Konkurrenz. Ludwig Hüftgold hier aus Schalke. Ich werde bekloppt. Kaffee würde ich nehmen. Wir machen jetzt mal kurz aus. Ich muss hier noch ein paar Sachen regeln und Kaffee trinken. Oh, da ist er. Oh, jetzt wird der Kaffee. Oh, ein Mann. So, ich muss auch. Ich muss auch Koffer packen.
So, Willi, das war eine töfte Bande da hier, deine Jungs. Die altgedienten Teutianer waren das. Uraltgediente. So, der saß ist 77 und der andere ist 78. Ja. Aber Jungs sind gut drauf, die freuen sich, sind ja einige am Montag auch dabei. Ich sag schon mal danke, Muschis gracias, ne? Muschis gracias. Ganz entspannt und geschmeidig, sag ich immer. Immer durch die Hose atmen und am Montag atmen wir auch ganz viel Bier ein. Ganz entspannt und geschmeidig. Hauptsache es ist kalt. Hauptsache es ist warm draußen, das Bier ist kalt, das muss ich dazu sagen. Bier Stauder. Stauder. Wir machen ein bisschen Werbung für Stauder heute. Alles klar, macht es gut. Am Montag hier. Ganz entspannt in diesem Theater. So, schön, dass du hier warst. Moin Männer übrigens. Wir werden gleich irgendwie versuchen, Struktur hier reinzubringen. Das wird jetzt nicht gelingen. Verstehe die Frage. Nein! So Freunde, ihr seid jetzt live dabei beim größten Chaos, was ich jemals veranstaltet habe. Und ich hoffe, das eskaliert hier heute nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht mir alle, die hier heute da sein dürfen oder müssen. Am Ende weiß ich mehr und dann sage ich euch, wie ich mich dabei gefühlt habe. Tschüss. Geil, danke. Ja, mega. Ja. Viel Spaß heute. Danke. Hi, der Matthias. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Gut, Abo. Nein, das Bier bringe ich rüber in die Kabine und dann. Spielst du mit? Ja, aber nur eine Minute. Ich war nur ein Anstoß. Wirklich? Mhm. Hallo, Sabine Rufen. Hi, hallo. Ja, Matthias. Geht hin ins trockene Zelt. Ja, das Weiße, ne? Das Große. Nein, das Weiße, genau. Alles klar, finde ich. Vielen Dank. Ja, gerne. Es ist hart am Rücken. Okay, dann geht's DJ-Programm los. Ja, es wird jetzt alles von oben kommentiert. Kindershirt. Mach diese Links-Rechts-Kombination, die ich dir gezeigt habe. Voller Krise. Männer, komm. Wo müssen wir denn hin? Tag, Chef. Hey, moin. Ja, hey. Idiot oder was? Alles gut, habt ihr alles? Ich mach euch kaputt. Kicke. Moin. Moin. Ich bin Flo. Voller Krise. So, wir fühlen euch wohl. Es ist alles so ein bisschen improvisiert. Aber das kennen wir ja. Top.
Motivation ist das Allerwichtigste. Immer vorbereitet sein. Wir brauchen jetzt leider eine Aufstellung. Ja, hol doch mal alle. Ich würde sagen, alle im Sturm, oder? Ja, was? Da drehen wir Handschuhe. Moin. Innenverteidiger. Noch ein Innenverteidiger. Noch ein Innenverteidiger. Hier, Trainer. Hier. Du, okay. Links spielst du, links Mittelfeld. Hier. Ja, komm. Linkes Mittelfeld. Linkes Mittelfeld. Ja. Stürmer. Nein, genug. Also, halb links. Wir spielen nur einmal 30 Minuten. Ja. Und es gibt, glaube ich, keinen oder ganz, ganz wenige, die in dieser Kategorie mitspielen können. Und ihn jetzt an unserer Seite zu wissen, das ist sehr schön hier in der alten Glückaufkampfbahn. Super. So, jetzt ist es vorbei, aber meine Frau sieht immer noch so aus, als wäre nie was passiert. Ich bin komplett zerstört. Ich will einfach nur noch ins Bett. Wir haben es geschafft. 70.000 Zuschauer auf Schalke, 800 Promis und Maura Lüller. Wir haben sie alle dabei gehabt. Oh ja. Können wir einfach jetzt nach Hause gehen? Ja, ich bin auf jeden Fall stolz auf unser ganzes Team und vielen Dank.
Du kannst Bumpeskanzlerin werden. Okay, er labert nur noch Scheiße, also gerade Ende. How am I supposed to live without you when all the love I've been living for is gone? Voilà, Krise. Hallo, nous sommes Team Belgique de la Belgique et on est bienvenus ici chez vous pour faire la fête. Merci beaucoup pour la belle journée. Je suis Flo. Ich bin Flo. Porta mi via. Oh, bello ciao, bello ciao, bello ciao, ciao, ciao. Was willst du jetzt noch von mir?